Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 Online! Und wieder mal ein Part mit neuen Nintendo NX-Gerüchten! Juhu! Wer freut sich denn darüber nicht? Hä? Fangen wir an. Und zwar behauptet mal wieder der Let's Play Video Game, ja, Games. Also nie davon gehört, ob das stimmt, keine Ahnung, ich denke eher weniger. Von denen hat man ja nie irgendwas gehört. Hilfe! Also. Das, ich sag schon mal das Allergeilste. Die NX Handheld, also soll es nur um den Handheld gehen. Soll eine Bewegungssteuerung haben! Juhu! Wer freut sich denn da wieder nicht, am Party herumzufuchteln? Oh, wie geil! Ich hasse dich, Bewegungssteuerung. Keiner mag dich. Keiner. Wirklich, niemand. Ich hoffe es mal. Oh man, warum bauen die denn schon wieder eine Bewegungssteuerung ein? Nintendo, warum denn? Keiner mag Bewegungssteuerung. Alles klar. Irgendwie spinnen wieder die Nintendo-Server. Ah ja. Die Displaygröße soll... Alter Schwede! 6,2 Zoll groß sein. Eigentlich ziemlich klein. Ist ja kleiner als der 3DS XL, oder? Sicher bin ich mir aber nicht. Shit. Und soll eine Auflösung haben von 720p. Ja. Also das mit dem 720p mit dem Handheld, das glaube ich ehrlich gesagt definitiv. Weil es ist Nintendo. Da bin ich auch zufrieden. Für ein Handheld ist 720p sehr, sehr gut, wenn man sich jetzt den 3DS von der Grafik her anguckt, weil das hat mich bis heute sehr, sehr gestört. Sieht alles so verpixelt aus. Und außerdem soll die Nintendo NX Force Feedback haben. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Und zwar, ich erkläre es euch mal. Wenn man, also es ist wie, sagen wir, wenn man Mario Kart 8 gegen die Wand oder so fährt, dann vibriert ja das Gamepad auch. Und sowas ist es ähnlich, bloß noch viel, viel geiler. Und zwar soll, wenn du zum Beispiel gegen die Wand fährst, der Control-Stick irgendwie sich bemerkbar machen und sagen, hey, yo, du läufst gerade gegen die Wand. Du fährst gegen die Wand, keine Ahnung. Wäre schon eine ziemlich geile Sache, würde ich sagen. Aber stört die nicht beim Zocken? Vor allem Mario Kart 8 würde ich mir ein bisschen... Wenn du immer abgeknallt wirst zum Beispiel... Okay. Dann muss doch der Kontrollstick erstmal sagen, hey, du wurdest gerade abgeknallt. Und ich denke mir so, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da kann man es auch ausstellen. Wäre ganz nützlich, ne? Aber so in Rollenspielen oder so finde ich das bestimmt sehr, sehr geil. Ich hoffe es mal, oh Gott, dass das stimmen wird. Und auch das mit dem 720p mehr... konnte man, glaube ich, von den Gerüchten aus nicht lesen. Aber, ja. Mir wäre aber lieber 1080p für den Handheld. Dann wären sie noch up-to-date, weil ich glaube, die PlayStation Vita hat 27p. Aber, ich weiß es nicht. Ne? Ich denke mal. Eigentlich schon schwach, aber okay. Ich bin zufrieden mit 720p. Wie dann wohl die stationäre Konsole aussehen muss. Also von der Grafik her.
Ich hoffe mal fast 4K. Das wäre schön. Lass mich, ich hab dir doch nichts getan. Knall den Japaner ab. Er ist besser. Was macht der Wetten vor dem Ziel? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ha, wurde auch getroffen. Sehr gut. Immer auf die Japsen. Ey. Ja, das waren jetzt die NX-Gerüchte für den Handheld. Ja. Hoffen wir mal, dass das stimmt. So, und dann hat noch unser allerbester Nintendo-Freund Luigi. Ich hoffe, den spricht man so aus. Ich weiß es nicht ganz. Stirb. Der Gute! Der hat mal wieder was gesagt. Oh. Hui! Und zwar sagt der Gütige, dass sie mehr Spiele rausbringen wollen als auf der Nintendo Wii U, dass sie aus diesem Fehler gelernt haben. Und bla 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 bla. Schön für euch. Ob man's euch. Also ich hoff's mal, dass ihr jetzt nicht lügst. Weil. Das seid ihr aber echt schnell drauf gekommen. Oh Mann. Aber hoffentlich übertreiben sie es nicht, ja? Das ist meine größte Sorge. Sie dürfen es jetzt nicht übertreiben mit den Spielen. Und sagen, und doch bitte, lasst uns so viel Spiele raushauen, wie es nur geht! Jo, nach 2 Jahren haben wir irgendwie keine Idee mehr für Videospiele. Das wäre nicht gut. Lasst Mario Kart und Splatoon. Also ich hoffe, dass ein Splatoon heute herauskommt. Sorry. Etwas noch warten. Vielleicht Mario Kart im 2. Jahr und Splatoon im 3. Jahr raushauen. Da wäre ich vollkommen zufrieden. Japaner macht mal einen Fehler? Nee. Das gibt's nicht. Ein Japaner hat einen Fehler gemacht. What the fuck? Und eine Sache wünsche ich mir sehr, sehr bei den X. Macht gescheit den Nintendo-Server, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein. Scheiß Boomerang, verpiss dich. Also, das ist eine Sache. Gott, die stört mich richtig krass. Oh, das wird knapp. Alter, warum huste ich jetzt, Mann? Komm schön. Wow, ein Pilz. Ich hoffe, dass sie die Server verbessern, weil sonst ich ehrlich gesagt schwarz für Nintendo NX Multiplayer. Weil ich wurde sehr oft verarscht. In Mario Kart 8. Das nächste ist ja auch, der, wenn es so ein abnehmbarer Controller ist, dann bitte baut einen gescheiten Akku ein. Also wenn ihr für den 3DS schon einen reinbaut, der über 6 Stunden in Betrieb sein kann, wenn ihr spielt, das ist ja schon eigentlich erstaunlich viel. Da machst du doch einfach auch bei der NX, also bei der Wii U. Klar, man kann es eingesteckt haben, dann lädt er und man kann zocken, das mache ich immer. Aber manchmal doch eben nicht. Und entweder mein Akku ist kaputt. Oder keine Ahnung. Also es leuchtet hier fast immer rot. Steckt es eine halbe Stunde aus und dann leuchtet es gleich wieder. Fick dich. Gleich wieder rot. Das sollten sie auch unbedingt besser machen, ey. Das kotzt mich dermaßen an. Das war jetzt nicht schön. Yay! Hunter, du bist so gut. Du fährst einfach gegen den Pfosten. Hallo. Was geht bei euch ab? Oh, und noch was Nintendo. Macht ein gutes Hacker-System. Also gegen Hacker. Nicht für Hacker. Weil auf der Wii war es ja. Oh, Alter, war das krank. Hilfe!
Oh, ist die Peach gestorben? Ja, das war's eigentlich so mit den ganzen Gerüchten. Es soll ja nächsten Monat veröffentlicht werden. Ich hoffe, dass das stimmt. Weil, oh, leck mich doch, du Penner. Komm, stirb, triff, triff. Ja, Alter, wie geil. Weil ich will eigentlich wissen, was die Nintendo Next ist. Wir haben ja schon lange genug gewartet. Und die Gerüchte gehen langsam echt auf die Nerven. Und vor allem, jetzt geht's ja richtig ab mit den Gerüchten. Stirb! Ja, Panik-Action. Oh shit. Den möchte ich mich nicht anlegen. Oh Gott. Oha. Überholt den Japaner. Oh du Sau, du Elendige. Ja, aber ich war vor Pichinziege. Alter, eigentlich ist es gar nicht passiert, aber egal. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.